Im Norden dieser Gärten gebeit wandert das Schwein, welches ein dieselben, der Deutschland aus der Powolsche und aus der Ukraine. Ihre Verwandter lebt im Russland seit der Regulierungszeit von Katharinas der Großen. Unser Reporter Katharina Spiridonova besucht die Familie von Ivan Schweingart. Ihm erzählt die Gesuchte seiner Familien. Mein Vater war sehr nett. Sein Name war Jakob Jaufmann. Man brachte den jungen Mann in die dichten Wälder von Svetluzhye, in die Komsomolsk-Blung. Er arbeitete als Fachmann. Ihm gefiel ein Mädchen namens Ida Schweigert. Auf diesem Foto sind die jungen deutschen Auswanderer. In der Mitte der oberen Reihe ist Jakob Jaufmann, links seine Schwester Ida Jaufmann. In der Mitte der unteren Reihe ist Ida Schweigert. Die Deutschen lebten oder kommunizierten mit den Einheimischen, bald heirateten Jakob und Ida Adermann dürfen die Ehe nicht offiziell registrieren, darum hätte ich geboren, so Name Ivan Schweigert, in den 60er Jahren statt nach Kasachstan zu fahren, in die Neuland zu beherrschen, blieben wir hier. Hier wurde meine Schwester Lila geboren. Das Leben ging weiter. Ivan hat seine einige Familie. Seine Frau hebt Valentina. Zwei Söhne heißen Ivan und Dmitri. Sie sind verheiratet und leben im Nizhny Novgorod. Sie besuchen die Eltern oft. Diese Deutschen leben, arbeiten, freuen sich oder das Leben so weit von Deutschland.